Wir waren bei ihrer Ankunft mit dabei, als sie nach wochenlangen Dreharbeiten das erste Mal wieder nach Hause gekommen ist und eine ganz besondere Überraschung zu sehen bekam. Wow! Gerade erst zu Hause angekommen, erwartet Larissa schon eine Überraschung. Nach anstrengenden 22 Stunden, die Larissa von L.A. nach Österreich unterwegs war, geht es für sie endlich nach Hause an den Klopainer See, wo sie wieder ihren Mops Sir Henry in die Arme schließen kann, der sich in Zwischenzeit ein bisschen verändert hat. Meine Mama, der ist ja voll fett geworden. Nachdem dann auch noch die anderen Haustiere begrüßt worden sind, geht es ab in Larissas Zimmer, wo schon ein ganz besonderes Kleid auf sie wartet. In diesem Designerkleid hat Larissa die Jury von Austria's Next Topmodel begeistert und jetzt soll es für immer ihr gehören. Wow! Dieses Kleid hat ja der Papa gekauft, dein Siegerkleid, Austria's Next Topmodel. Und Ati Couture. Und wie viel hast du gezahlt? Ja, du hast einen Spezialpreis gemacht. Ich glaube, das hast du dir verdient. Danke, Papa. Du warst wie eine Prinzessin im Kleid, da hast du mir einige Tränen gekostet. Damit aber nicht genug. Auch ihre beste Freundin Maxi ist als Überraschungsgast gekommen. Was ist aber hier? Und was kommt jetzt? Ja, und nach so viel Trubel und Anstrengung hat Larissa jetzt erstmal ein bisschen durchzuatmen. Allerdings nicht sehr lange, denn Germany's Next Topmodel war für Larissa erst der Anfang einer langen Modelkarriere. Was sie zum Beispiel als neues Gesicht der Swarovski Crystallize Kampagne in Wattens erlebt hat, zeigen wir Ihnen schon morgen hier in der VIP-Lounge. Und das war's auch schon für heute mit den VIP.